Hallo Leute und recht herzlich willkommen zum Unboxing des Johns Boo TB01 Bench Tables. Ja, ich habe ihn gerade abgeholt von DHL und war entsetzt ein bisschen darüber, in was für einem großen Karton der überhaupt verschickt wurde. Warum kann man nicht einfach den Karton nehmen, da einen Adressaufkleber drauf machen und gut ist? Ich verstehe es nicht. Jetzt ungelogen. Der Versandkarton war doppelt so groß wie der hier. Da hätten genauso gut zwei Bench-Tables Platz gefunden. Natürlich ausgefüllt mit Verpackungsmaterial, Luftpolster, Kissen und allem drum und dran. Warum klebt man nicht hier einfach einen Adressaufkleber drauf und gibt den ab zur Post? Ich verstehe es nicht. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen, sondern um das Unboxing dieses sehr voluminösen Bench-Tables, ne? Ja, allein der Karton ist fast schon so groß. Der ist so groß wie ein Micro-ATX-Gehäuse, ne? Ja. Ja, ich war mir wirklich nicht ganz sicher, kommt der Bench-Table jetzt zusammengebaut daher? Oder muss man den noch extra vorher montieren? Aber wie man hoffentlich sieht, der ist bereits zusammengebaut. Ja, kommt wie eine Art Gehäuse verpackt. Einfach mal daher, ne? So. Muss man den ja irgendwie aus dem Karton rauskriemeln. Da ist er schon. Ja, man darf seine Größe nicht unterschätzen. Hier ist noch ein bisschen Zubehör dabei. Noch ein kleines Heft, Kabelbinder. Damit ist der Karton leer. Und schauen wir uns mal erstmal das Zubehör an, was dabei ist. Das sind einmal hier Kabelbinder. Okay, was ist das denn jetzt für eine Funktion hier? Meine Kamera hat gerade ein Symbol eingeblendet, was ich gerade nicht ganz gedeutet bekomme. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber egal. Hier ist ein bisschen beschrieben, was alles dazugehört. Die ganzen Teile sind hier beschrieben und erklärt genau, wie man die Laufwerke und so weiter hier einsetzen kann. Anscheinend kann man den irgendwie so ein bisschen umbauen. Habe ich so gerade den Eindruck. Aber schauen wir mal. Hier auch ganz schön sortiert, einzelne Schrauben, Grobgewinde, Feingewinde mit Sicherheit, Rändelschrauben und auch hier, wie nennen sich die Dinger, quasi diese Puffer hier. Na, kriege ich den jetzt auf? Ja, diese Gummipuffer. Das ist auch ganz cool, dass die dabei sind. Ja, da muss man mal gucken. Der Bench Table ist ausgelegt für Mainboards bis EATX Größe. Also da kannst du alles montieren von Mini ITX bis EATX. Ist alles machbar. Bis auf BTX natürlich, aber das ist ein anderes Format. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr und war mal so Anfang der 2000er interessant, wo sie dann andere Formate ausprobiert haben, um das Kühlkonzept zu verbessern. Aber BTX konnte sich dann auch nicht durchsetzen. Da war irgendwie alles gedreht. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Okay, den musst du dann mit Sicherheit noch montieren. Ja, sonst würde er ja herausragen. Das ist der Rahmen, wo dann die Erweiterungskarten drin sitzen. Das sind insgesamt hier 7 Öffnungen für Erweiterungskarten wie Grafikkarten, Soundkarten, Netzwerkkarten und dergleichen, was man dann eben testen möchte. Ne? Ah ja, hier ist die Öffnung. Fühlt sich so ein bisschen an wie eine überdimensionierte Müsli-Packung, so vom
Plastikvolumen her, von der Plastikdicke. Nun denn, ich habe schon mal das PCI-Bracket mit Grobgewinde Rändeschrauben montiert. Dann geht es schneller. Also hier kann man dann das Mainboard installieren. Wie gesagt, bis EATX-Größe. Da gibt es dann noch drei weitere Abstandshalter für diese Löcher. Kann man dann also quasi EATX-Mainboards ebenso installieren. Genau, also hier wird das Mainboard dann mit den Anschlüssen sitzen. Es gibt, wie man sehen kann, viele Öffnungen nach unten, sodass man auch ein einigermaßen gutes Kabelmanagement hinkriegt, dass hier nichts im Weg liegt dann einfach. Ne? Ja, auf den ersten Blick sehr hochwertig verarbeitet. Zeige ich euch nochmal hier die Unterseite. Da gibt es dann auch extra gummierte Standfüße mit sehr hoher Stabilität. Die Dinger dann hier, 4 Stück, genau. Ja, hier unten sind auch nochmal 2. Ja, quasi teilt sich der Bench-Tablet in 2 Ebenen auf. Einmal hast du hier oben die Ebene, wo das Mainboard aufliegt, die Grafikkarte, die Erweiterungskarten, Prozessor, Kühler, das Netzteil, die Laufwerke dagegen finden dann hier unten Platz. Genau, was ganz hilfreich ist, wenn ich das jetzt hier mal so nach vorne drehe, das könnte also quasi die Front sein, denn hier hast du Powerschalter, Resetschalter, USB-Anschlüsse und einen kombinierten Headset-Anschluss. Genau, und hier sind dann auch mit Rändeschrauben fixierte Laufwerkskäfige, die du dann rausnehmen kannst, was sehr cool ist. Ja, der 5¼ Zoll Käfig ist mit Rändeschrauben gesichert und kann von links nach rechts und umgekehrt verschoben werden, dass man da eben den optimalen Platz findet. Also hier kannst du dann 5¼ Zoll DVD-Laufwerk installieren und on top nochmal ein 2,5 Zoll SSD-Laufwerk. Auf der anderen Seite gibt es dann auch nochmal so einen Einbaurahmen, dann aber entsprechend für, jetzt geht er da nicht wieder rein, das ging doch vorhin noch, dann aber entsprechend für 2,5 Zoll und 3,5 Zoll Festplatten oder eben SSDs, je nachdem. Ne? Achtet beim Einsetzen der Laufwerkskäfige darauf, dass hier unten noch solche Schrauben sitzen, wo sich dann der Laufwerkskäfig drunter hakt. Andernfalls verkantet sich eventuell der Käfig im Gehäuse und lässt sich dadurch schwieriger rausnehmen. Da bin ich nämlich gerade drauf reingefallen. Genau, also auf der Seite die 5¼ Zoll Schächte, auf der anderen Seite Netzteilhalterung und 3,5 Zoll Laufwerkschächte. Genau, die Netzteilhalterung könnt ihr abmontieren, demontieren, was ganz cool ist. Auch mit Rändelschrauben entsprechend fixiert. Und hier habt ihr dann den 3,5 Zoll Laufwerkschacht. Ja, Rändelschrauben wird sich gleich wiederfinden. Hole ich das nochmal kurz raus. Hier könnt ihr dann entsprechend oben eine 2,5 Zoll SSD montieren. Oder HDD und unten 3,5 Zoll Laufwerke. Genau, und hier dann das Netzteil montieren. Nun kommen wir mal auf eines der Highlights des Benchtables zu sprechen, denn ihr könnt an den beiden langen Seiten des Benchtables Radiatoren mit bis zu 480 mm installieren. Und zwar, das ist sehr pfiffig hier ausgeklügelt, denn ihr habt hier auf der Seite ein Scharnier, hier 2 Rändeschrauben und könnt das dann quasi wie eine Tür rausschwenken. Ich bin da mal sehr gespannt. Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, eventuell sogar eine Custom All-in-One Wasserkühlung einzurichten, die aber auf der anderen Seite auch wieder sehr kostspielig ist. Und ich habe gemerkt, da ich in der Materie nicht wirklich drin stecke, wird es dann doch recht kompliziert, allein mit der Auswahl der richtigen Komponenten und dergleichen. Was es da alles auch an Zubehör gibt, allein das Aussuchen, Auswählen der Pumpe ist da schon ein bisschen aufwendiger, weil es gibt dann quasi Halterungen für Pumpen
aber das ist ja noch nicht die Pumpe an sich. Und ja, im Vergleich zu einer All-in-One, deswegen Custom All-in-One quasi, hätte ich jetzt gedacht, ja aufzubauen. Aber im Vergleich zu einer regulären All-in-One-Wasserkühlung, ja, wäre letztere natürlich dann doch deutlich einfacher zu handhaben, weil da ist ja gleich schon alles drin. Die ist komplett gefüllt, hat dann schon eine Pumpe, Ausgleichsbehälter wahrscheinlich. Ja, ist ja nicht so wichtig, höchstens zum Nachfüllen. Radiator ist dabei mit Lüftern, Prozessorkühleinheit und komplett gefüllt, ne? Genau, was ich jetzt gerade noch abgemacht habe, sind die Anschlüsse hier. Ihr habt HDD, LED, Power LED, Power Switch, Reset Switch, alles dabei. Ganz cool. Genau, und auf der anderen Seite habt ihr dann noch ein Audio Anschluss, wie man das dann kennt, für High Definition Audio und ein USB 3.0 Anschluss. Gibt auch Adapter, dass ihr den auf quasi USB 2.0 adaptieren könnt mit USB 2.0 Geschwindigkeit dann entsprechend, wenn ihr noch ein älteres Mainboard zum Testen habt und wollt dennoch die USB Anschlüsse nutzen. Cool, dass die Kabel dabei sind. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit bei Ben Stables. Genau, dann habt ihr hier, könnt ihr sogar raushebeln quasi bei Wartungsarbeiten. Und dasselbe in Grün habt ihr auf der anderen Seite ebenfalls noch einmal vorhanden. Also einmal für den Prozessor und einmal für die Grafikkarte bei Bedarf, ne? Ja. Und um das Video abzurunden, habe ich hier nochmal eine Beispielkonfiguration zusammengebaut auf dem Benchtable mit einem älteren LG A20 LV3 System. Genau, und zwar ein Mainboard von Asus mit X99 Chipsatz. Und du kannst ja auch bis EATX sogar hier auf dem Benchtable unterbringen. Also auch Dual-Socket-Systeme. Genau. Und bei der Montage sind mir die doch relativ kurzen Kabel aufgefallen. Das hat jetzt noch so gerade eben hier gepasst. Schöner wäre aber gewesen, wenn die länger gewesen wären. Aber das ist eigentlich Meckern auf hohem Niveau, würde ich mal sagen, weil sonst ist der Benchtable eigentlich, Verzeihung, sehr gut verarbeitet auf jeden Fall. Ich hatte ursprünglich die Idee gehabt, eine Kompaktwasserkühlung zu montieren, weil dafür bieten sich diese Scharniere, diese Halterung auch an. Das ist alles auch hochwertiges Metall, kein Plastik, was schon mal sehr lobenswert zu erwähnen ist. Und musste leider aber feststellen, dass die Schläuche meiner Wasserkühlung zu kurz waren. Das hätte sonst leider nicht gepasst. Also hatte ich mit dem Gedanken gespielt, eine All-in-One-Wasserkühlung aufzubauen. Also eine, wie heißen die Dinger denn? Ja, ich glaube All-in-One, ne? Also alles modular und aus Einzelteilen bestehend. Hab dann aber festgestellt, dass es doch ziemlich kompliziert ist und man sich da doch erstmal in die Materie so weit einlesen muss. Ist doch gar nicht so einfach von der Komponentenwahl, dass man alles passend zusammenbekommt. Jo, ansonsten kleiner Hinweis, die obere und untere Kante hier von dem Laufwerkstray ist ein bisschen scharfkantig. Da müsste man ein bisschen aufpassen, weil die ist nicht umgeklappt. Ja, ich fand sie jetzt ein bisschen scharfkantig, aber ja, das geht sonst, würde ich mal sagen. Und genau. Du hast ja dann auch hier auf der Seite Powerschalter und das alles sitzen. Ich habe ja auch hier ein 5,25 Zoll Laufwerk noch montiert. Genau, und du hast auch ziemlich gutes Zubehör dabei, wie Kabelbinder und auch hier noch eine kleine Box mit den ganzen Schrauben und Abstandshaltern, Rändelschrauben und das alles. Genau, finde ich nicht schlecht. Also so gesehen vermisse ich nichts. Ich habe ja auch von
Strecom den STBX1 Bench Table. Der hat ungefähr die Größe, weiß ich nicht, eines ATX Mainboards kannst du da unterbringen. Dann kannst du den so zusammenbauen, dass du den sehr flach irgendwo hinpacken kannst. Auch kein schlechter Bench Table. Der nimmt dann halt auch nicht viel Platz weg dann, ne? Im abgebauten Zustand. Der hier ist schon ziemlich wuchtig. Da musst du echt gucken, wohin damit. Ja, also das ist nicht ohne. Macht aber viel her, auch von der Verarbeitung. Und du hast halt unten drunter extrem viel Platz. Und hier die ganzen Öffnungen hier nach oben ermöglichen schon ein gutes Kabelmanagement. Ja, und hier unten, da ist noch extrem viel Platz, wo du noch ein weiteres Accessoire unterbringen kannst und hast du nicht gesehen. Ja. Ne, genau. In diesem Sinne war es das auch mit der Vorstellung und ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.